Ja, ach so, ja. Ja, Frau Meier. Ja, ich bin schon bei Ihnen. Moment, Moment, Frau Meier, ich bin. So. Bleiben Sie ganz ruhig, Frau Meier. Sie sind ganz aufgeregt. Nein. Ich habe Zeit für Sie, natürlich. Noch nicht da? Ja, der kommt später, der muss noch. Ja, doch. Ja, wenn der auf dem Kongress ist, hat er natürlich noch andere Sachen zu tun als. Ja. 10 Minuten schon. Ja, 10 Minuten. Frau Meier, 10 Minuten ist kein Problem. Haben Sie schon was bestellt? Okay. Gut. Ja, um 10 Uhr ist die Bar leer. Ist doch kein Mensch um 10 Uhr in der Bar. Nein, das ist noch zu früh. Da geht es ja erst um 12, 1 Uhr geht es da los. Ja. Haben Sie einen guten Platz? Direkt? Nein, nicht am Eingang. Wo sitzen Sie? Am Eingang? Nein, nicht gut. Mit dem Rücken zur Tür? Nein, nein. Setzen Sie sich auf die andere Seite zur Bar. Auf die andere Seite. Gehen Sie einmal um den ganzen rum und dann schauen Sie zur Tür. Ja, ich kenne die Bar. Also Sie haben hinten die Spiegel. Sie haben dann hinter sich die Spiegel und die Deko. Der kann doch nicht fummeln. Wenn der mit dem Rücken zur Tür sitzt, kann er doch nicht fummeln. Geht doch gar nicht. Ja. Einfach nehmen Sie Ihr Cocktail. Sie können den Platz wechseln. Ist doch kein Problem. Der Barkeeper weiß schon dann, wo Sie sitzen. So viel ist da nicht los. Ja. Den kurzen Rock. Schön. Richtig gemacht. Ja, Slip sowieso weglassen. Ja. Ach, Sie haben noch. Ach, Frau Meier. Oh, nicht gut. Das. Ja, das cremefarbene Oberteil. Ja, aber das ist nicht gut. Das müssen Sie ausziehen. Den BH müssen Sie ausziehen. Das hat keinen Sinn. Das sieht nicht gut aus. Weil das passt nicht. Wenn Sie den Slip weglassen. Wenn er anfängt zu fummeln und Sie haben den Slip weg und dann der BH dazu, das passt nicht zusammen. Das funktioniert nicht. Also wenn ordinär, dann gleich richtig ordinär. Natürlich. Ja. Ja, gehen Sie auf Toilette schnell. Ja, einfach auf Toilette gegangen und den BH schnell weg. Stecken Sie sich in die Tasche rein. Weil die BHs sind ja teuer, ne? Ich meine, Sie haben ja bei Ihren Busen. Können Sie die Bars nicht wegschmeißen, ne? Dann werden Sie ja arm. Ja, stecken Sie einfach. Genau. Ne? Das merken die nicht an dem. Ja, gehen Sie am Hotelfoyer vorbei. An der Rezeption vorbei, links. Haben Sie sie gefunden? Wo sind Sie denn jetzt? Am Fahrstuhl. Ja, Sie müssen am Fahrstuhl vorbei. Richtig, Fahrstuhl und dann gleich links. Haben Sie gefunden? Gut. Sehr schön. Ja, gehen Sie einfach in die Kabine rein. Einfach in die Kabine, machen die Tür zu. Genau, ist gut. Runter mit dem Ding. Raus damit. Und dann machen Sie schön. Ja. Den Rock. Ziehen Sie über das Blüschen. Dann sieht man Ihren Bauch. Natürlich sieht man den Bauch. Ist doch klar. Aber das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass der Stoff von der Bluse schön eng anliegt. Nicht, dass er so runterschlappert über der Bluse. Das sieht nicht gut aus. Sieht aus wie ein Nachthemd. Nein, stecken Sie es in den Rock rein. Ja. In den Rock reingesteckt. Das sieht, ich weiß, dass es modisch in K.O. ist. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Für uns ist wichtig die Wirkung für den Mann. Nicht, ob Sie jetzt modisch korrekt angezogen sind. Das ist ja uninteressant. Davon können Sie sich nichts kaufen, Frau Meier. Sie kaufen jetzt praktisch mit Ihrem Outfit etwas ein.
Und sie müssen hier kein Modezaren irgendwie für sich gewinnen, der sie modisch wertet, sondern sie müssen jetzt hier Signale setzen. Stopfen sie die Bluse rein in den Rock, ziehen sie den Rock schön hoch, bis zur Hüfte. Genau, richtig. Haben sie ablenken lassen. Waren sie bei der Babette? Ja. Der muss kurz über einem halben Oberschenkel muss der aufhören. Beim Sitzen rutscht der rutscht doch sowieso hoch beim Sitzen. Genau. Und wenn sie hinten sitzen, genau hinten auf der Rückseite an der Bar. Da hinten können sie machen, was sie wollen. Ja, wenn einer nebendran sitzt, noch ein Mann, hat ein bisschen Spaß. Da passiert nichts. Da hinten können sie machen, was sie wollen. Da können sie sich nackt hinsetzen. Vollkommen egal. Und vorne machst du den Knopf zu. Na? Schön alles. Ja, nicht bis oben hinzuknöpft. Oben natürlich offen lassen, die oberen beiden. Wenn sie sich bücken, muss alles sichtbar sein. Wie bei dem... Genau, wie in dem Café, mit dem Taschentuch. Alles. Genau, alles sichtbar dann. Zwei Knöpfe offen. Wenn sie da sitzen, ist perfekt. Liegt schön an. Ihre Form ist wunderbar zu erkennen. Alles zu erkennen, als ob sie nackt wären. Genau so sitzt man in der Cocktailbar. Und nicht anders. Aufrecht, Brust raus, aufrechter Gang. Selbstbewusst. Und nicht immer so tun, als ob sie irgendwas tun, was verboten wäre. Na? Was ihnen das Patriarchat beigebracht hat, 30 Jahre lang. Sie tun nichts, was verboten ist. Verboten ist die Unterdrückung. Ihre Unterdrückung seit Jahrzehnten, die ist verboten. Und die durchbrechen wir jetzt. Jetzt drehen sie den Spieß um. Wir drehen die Kanone auf dem Schlachtfeld. Der Abend gehört jetzt Ihnen. Ihre Brüste bestimmen den Abend, Frau Meier. Und niemand sonst. Er kann so viel Geld mitbringen, wie er will. Es nützt ihm überhaupt nichts, weil er will ihre Titten. Genau, Frau Meier, Sie sagen es. Ja? Ach, der Barkeeper hat schon geguckt. Ja, das ist doch optimal. Lassen Sie doch gucken. Lassen Sie doch gucken. Kriegen Sie noch einen Cocktail umsonst. Ach, da hat er Langeweile um 10 Uhr. Haben Sie jetzt wieder Platz genommen? Gut. Hat der Barkeeper was gesagt? Bemerkung? Haha, hat gelacht, ein Spanier. Ja, klar, der freut sich. Der freut sich jetzt. Dann kriegen Sie jetzt heute Abend, müssen Sie nichts mehr bezahlen. Er schaut ständig her. Ja, der hat gemerkt, dass Sie den BH ausgezogen haben, Frau Meier. Er grinst. Er kriegt das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht. Na, das ist doch wunderbar. Die beste Voraussetzung für einen schönen Abend in der Bar. Wenn Sie den Barkeeper auf Ihrer Seite haben, haben Sie schon gewonnen. Dann können Sie eh machen, was Sie wollen. Halb elf schon? Ja, es ist halb elf. Wenn er um 11 kommt, ist auch gut. Sagen Sie bloß nichts, dass er so spät gekommen ist. Es ist uninteressant. Sie sind in Urlaub, Sie haben Zeit. Es ist vollkommen egal, wann die Männer kommen. Außerdem brauchen Sie ihn ja gar nicht. Sie müssen ihnen nicht das Gefühl geben, dass sie ihn brauchen. Lassen Sie ihn kommen, wann sie wollen. Wann er will. Das ist nicht wichtig. Die Weißen. Ja, natürlich die weißen Schuhe. Ja, sie müssen da... In der Bar ist doch dunkel. Sie müssen doch dann die weißen Schuhe nehmen. Dass man da schön die Beine sieht. Unten, ne? Barhocker, unten ist dunkel. Weiße Schuhe. Genau. Keine Strumpfhosen. Richtig gemacht. Keine Strumpfhosen. Wunderbar. Einfach nur den Rock und sonst nichts. So muss das sein. Ach, die Barkeeperin schaut auch. Ja, ist doch schön. Ja, glauben Sie, die Leute, die da in der Bar arbeiten, die sind irgendwo hetero oder wie? Ich bin doch gar nicht eingestellt. Was willst du mit Hetero-Leuten in der Bar? Das ist doch stinklangweilig. Kann ich ja gleich ins Kloster gehen.
Die werden nicht eingestellt, Frau Meier. Die sind alle irgendwie bi. Und wie auch immer. Aber nicht hetero. Und klar, dass die Barkeeper anguckt. Ja, die können sie im Prinzip beide. Die können sie gleich im Bundle nehmen, die beiden. Den Barkeeper und die Barkeeperin. Ja, die haben doch eh schon zusammengevögelt. Was glauben Sie, was die den ganzen Tag machen? Glauben Sie, die putzen nur Gläser? Ja, natürlich. Und die Hotelchef sowieso. Das werden die gar nicht eingestellt. Ja, die müssen doch dieses Flair in der Bar zu verbreiten, setzt voraus, dass ich natürlich meine Sexualität bejahe. Ich kann doch keine Bissgurke in der Bar gebrauchen. Geht doch gar nicht. Ja. Ah, er kommt. Bleiben Sie ganz ruhig, Frau Meier. Bleiben Sie ganz ruhig. Wo ist er jetzt? An der Garderobe? Hängt sein Jackett auf. Aha. Was für eine Krawatte? Grün gestreift. Aha. Gut. Ja, lassen Sie erst mal reden. Lassen Sie ihn erst mal reden. Der muss erst mal sein ganzen Business-Zeug loswerden. Da spielen Sie jetzt mal eben schnell die nicht vorhandene Ehefrau, die er jetzt gerade nicht hat. Lassen Sie einfach reden, wenn er sich hinsetzt. Nichts machen. Einfach zuhören. Sie können noch telefonieren. Sagen Sie halt, Sie haben einen Freund am Telefon. Dann werden Sie interessanter, wenn Sie telefonieren. Natürlich. Nee, sagen Sie, Sie haben Ihre Freundin am Telefon. Ihren Freundin. Umso besser für ihn. Dann kann er sich gleich ein bisschen vorstellen, wie es da zu dritt ist. Genau. Er redet immer noch. Über Solarentwicklung. Mhm. Hat er was verkauft? Ach, nichts verkauft. Mhm. Nee, schlimm. Dann trösten Sie ein bisschen jetzt. Kongress ist nicht gut gelaufen. Aha. Geschäftspartner abgesprungen. Okay. Naja, kommt vor. Ja, das passiert. Da müssen Sie ein bisschen aufbauen. Frau Meier, ist nichts anderes, wie wenn Sie einen Ehemann haben und der kommt heim und hat einen Frust. Es ist das gleiche in Grün, nur halt eine Etage höher. Die Barkeeperin? Ja? Aha. Ja, die Barkeeperin, die schaut gut aus, die Barkeeperin, ist doch klar. Die stellen doch keine Leute ein, die... Er schaut immer zur Barkeeperin nur. Aha. Er schaut immer nur zur Barkeeperin. Ja, wo sitzen Sie denn? Seitlich, links, rechts? Links. Okay, er sitzt links. Wenn er mit der rechten Hand trinkt. Oder zur Linkshänder. Nein, mit der rechten Hand. Ja, wenn er mit der rechten Hand trinkt, müssen Sie sich auf die andere Seite setzen. Das ist eine alte Regel. Weil er mit der Hand, mit dem er seinen Cocktail hochhebt, verdeckt er sie ja. Dann müssen Sie sich, wechseln Sie den Platz. Wenn er kein Linkshänder ist, können Sie sich da nicht hinsetzen auf die rechte Seite. Wechseln Sie rüber. Ja. Gut. Sehr gut. Er schaut trotzdem zur Barkeeperin. Oh, nicht gut. Nicht gut. Nein, ist nicht gut. Oh. Ja, das ist natürlich... Aber es kommt vor, Frau Meier, die Männer haben doch ständig andere Optionen. Das ist natürlich ungünstig, wenn gerade so eine Bombe Dienst hat an dem Abend. Es gibt ja auch... Ich schaue aus wie ein Model, ne? Pech gehabt, ne? Ja, aber er wird trotzdem... Ich bin sicher, dass er trotzdem sie nimmt. Die Barkeeperin ist nicht das, was Sie sind, Frau Meier. Glauben Sie mir das? Nein, nein.